Herzlich willkommen beim zweiten Video zum Flächeninhalt des Rechtecks. Weißt du schon, wie die Formel für den Flächeninhalt eines Rechtecks lautet und in welcher Einheit man die Größe von Flächen misst? Nein? Kein Problem, dann schau dir doch noch einmal das erste Video an. Ja? Bist du schon bereit? Super! Dann können wir gleich den Flächeninhalt eines Rechtecks berechnen. Hier siehst du nochmal mein Urlaubsfoto. Ich habe es schon abgemessen. Es ist 15 cm lang und 10 cm breit. Schaffst du es, den Flächeninhalt dieses Fotos zu berechnen und ihn in der passenden Einheit anzugeben? Probier's doch einfach mal und halte jetzt das Video an. Schauen wir uns die Aufgabe jetzt gemeinsam an. Wie üblich bezeichnen wir die Länge mit klein a und die Breite mit klein b. Klein a beträgt also 15 cm und klein b 10 cm. Die Längen, mit denen wir jetzt arbeiten, sind in Zentimeter angegeben. Daher messen wir den dazugehörigen Flächeninhalt in Quadratzentimeter. Um diesen Flächeninhalt zu berechnen, benutzen wir die Formel Länge mal Breite. Groß A für den Flächeninhalt ist also klein a mal klein b. Gerechnet wird nun mit den Maßzahlen. Wir setzen ein. Groß A ist gleich 15 mal 10. Das ergibt 150. Die Maßzahl des Ergebnisses bezieht sich auf eine Maßeinheit des Flächeninhaltes. Hier also Quadratzentimeter. Der Flächeninhalt beträgt 150 Quadratzentimeter. War doch gar nicht so schwer, oder? Geschafft? Super, dann danke und bis zum nächsten Mal.